Eins, zwei, drei, einmal die Augen auf. Guck mal auf meine Hand. Atme mal tief ein und schlaf. Tief und fest. Genau, fühle dich völlig wohl. Wir machen das Ganze. Christine, ich zähle jetzt von 1 bis 3. Bei der Zahl 3 kannst du die Augen öffnen. Du hast aber ein Problem. Wenn ich dich wecke, hast du die Zahl 4 völlig aus deinem Gedächtnis vergessen. Jede Zahl wird dir einfallen, nur die Zahl 4 nicht. Du bist der festen Überzeugung, nach 3 kommt 5. Du zählst ab sofort 1, 2, 3, 5. Dazwischen gibt es keine andere Zahl mehr. Für dich kommt nach der Zahl 3 die Zahl 5. Das war so und das wird immer so sein. 1, 2, 3. Einmal die Augen auf. Geht's dir gut? Wir machen mal kurz einen kleinen Mathe-Check. Kannst du mal beide Hände so nach vorne strecken? Ich zeige, du zählst laut. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Wie viele Finger hat jeder normale Mensch? Zehn? Hä? Wie viele Nein, hast du? okay. No, Auch no, zehn. ma, komm, wir zählen jede Hand einzeln. Ich zeige nochmal. Eins, zwei, drei, fünf, sechs. Von vorne. Eins, zwei, drei, fünf, sechs. 6 plus 6 ist? Hä? Nee, ich habe 10. Ich habe 10. Was denn jetzt? Nee, ich habe 10 Finger. Sind ja 10. Was hast du denn jetzt gezählt? Ja, drauf geguckt, sind alle. Es ist keiner zu viel. Bist du sicher? Hast du Ja. 12 jetzt gezählt? Sag mal, bist du nicht im Marketing? Braucht man da nicht gute Mathekenntnisse? Ja. Wer könnte dieses Video nachher kriegen? Ja, was machen wir denn da? Ja, ich habe ja 5 und 5. Du hast aber 6 und 6 gezählt. Ja, aber es sind ja. Wie viel ist denn Nee. 1 plus 1? Ja, 2. Und 2 plus 2? 4. Aha. Wir zählen nochmal. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Das ist so witzig. Ja, ich habe ja keinen zu viel. Scheinbar ja doch, sogar zwei. Nein, ich sehe sie ja. Aber Ich was weiß ja, sind dass es nur 10 sind. die? Naja, scheinbar ja nicht. Wie verwirrend ist das, wenn man in seiner eigenen Realität gefangen ist? Das sind ja 5 und 5. So Aber wie es sind ja immer. 6 und 6. Das stimmt aber nicht. Da stellt sich die Frage, mit wem stimmt da was nicht? Guck mal kurz, schlaf tief und fest.